Hallo bei Nerdfamilizin. Hallo. So, jetzt sind wieder Martin und ich zusammen. Und dieses Mal haben wir ein ziemlich schmerzhaftes Thema für euch. Einer von uns musste ziemlich leiden. Warten wir mal ab, wer? Martin. Ganze Pointe weg. Martin, worum geht's hier eigentlich? Heute geht's um Schrittmacherstimulation, oder schnell gesagt Pacing. Und zwar um die Notfall-Schrittmachertherapie, wenn es jemandem wirklich mies geht und wir den von extern Schritt machen müssen. Mhm. Ja, okay. Klingt spannend. Super. Aber in welchen Fällen müsste man das denn machen eigentlich? Also es gibt nur relativ wenig Situationen, wo man das macht, und es ist auch nichts, was man jetzt jeden Tag tut, weder in der Notaufnahme noch auf Intensiv noch im Rettungsdienst. Aber manchmal doch. Die klassische Indikation ist die instabile Bradykardie. Typisch wäre jetzt ein AV3, der hämodynamisch instabil ist. Es gibt laut ERC immer diese vier klassischen Instabilitätskriterien. Synkope, also man würde sagen, der Patient kollabiert die ganze Zeit oder hat irgendwie einen nicht adäquaten Blutdruck. Eine Herzinsuffizienz, also der ist zum Beispiel im Lungenödem oder im Herzversagen. Der Patient hat eine Myokardischämie, also hat Zeichen von einem Infarkt, wo man vermutet, das ist jetzt die Ursache des Ganzen. Und Schockzeichen allgemein. Ja, das passt so ein bisschen in die Synkope rein. Okay. Dann gibt es aber noch ein paar Sonderindikationen. Über die wollen wir jetzt gar nicht im Detail reden, aber nur, dass man mal gehört hat, zum Beispiel die P-Wellen-Asystolie. Mhm. Also ja auch de facto sowas wie ein AV3 ohne Ersatzrhythmus. Mhm. Aber es schaut aus wie eine Asystolie mit regelmäßigen P-Wellen, aber ohne jegliche Komplexe. Und in manchen Situationen kann man sogar Overdrive-Pacing, also eine Rhythmusstörung, quasi überstimulieren. Auch das ist was sehr, sehr Abgefahrenes. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Generell gilt doch wieder... Wie war das? Je instabiler, desto Strom. Ach, Entschuldigung, ich muss den Satz einfach nochmal hören. Ja, der beste Satz. Yes. Okay, jetzt haben wir gehört, wann wir es machen, aber jetzt wissen wir noch nicht, wie wir es machen. Also ich schon, mittlerweile. Wie ihr gleich sehen werdet, haben wir das natürlich nicht nur bei hohlen Phrasen belassen, sondern auch mal ein bisschen ausprobiert, also am Philipp ausprobiert, wie so eine Schrittmachertherapie funktioniert. Im Endeffekt, was muss man machen? Der Patient braucht die Defi-Patches, ja? Und die gibt es in zwei Positionen. Das ist die Standardposition anterolateral, also wie ihr es von der Reanimation kennt, ne? Also zack, zack, das Herz in der Mitte. Oder die AP-Position, die früher immer so die Standard-Pacing-Position war, also quasi so ein bisschen direkt unter der Brustwarze auf der linken Seite und unterm Schulterblatt auf der linken Seite. Mittlerweile gibt es da keine fixe Empfehlung, was besser ist. Ehrlich gesagt, persönlich bin ich ein Fan von der Defi-Reanimationsposition anterolateral. Wenn die Leute wirklich instabil sind und abschmieren oder reanimationspflichtig sind, dann sind alle darauf vorbereitet, und da jetzt nochmal umkleben oder überlegen, passt das auch, finde ich nicht so toll. Aber whatever floats your boat. Macht Sinn. Genau. Okay, jetzt kleben die Patches. Dann braucht man natürlich noch einen Defi, der Schritt machen kann. Die meisten Defis, zumindest in dem Demand-Modus, wo er die Eigenerregungen vom Patienten erkennt, der braucht zusätzlich noch ein EKG. Ja? Also der braucht doch zumindest ein 3-Punkt-EKG noch dazu, sonst wird er keine Stimulation starten. Das sind aber die Modelle teilweise unterschiedlich. Das müsst ihr euch einfach anschauen. Was du meinst, ist, man kann ja auch über die Patches ableiten. Genau. Und man braucht zusätzlich nochmal ein 3-Kanal-EKG. Genau, also nochmal die Klebchen und ein EKG. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, was man einstellt. Jetzt ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie ist der Patient so drauf. Wenn der jetzt noch super wach ist, dann braucht er ordentlich Analgosedierung, denn es schmerzt, Philipp. Wie das ist, werden wir dann gleich sehen. Wenn der Patient komplett weg ist und Periarrest, kann man auch primär mal stimulieren und muss aber bereit sein, dass der Patient das auch trotzdem unangenehm findet. Kannst du ja später nochmal kurz ein Kochrezept zu sagen, oder? Genau. Und dann geht es schon um die Einstellungen. Im Endeffekt, ihr wisst, ich liebe Kochrezepte, der Philipp genauso. Kochrezept, schlechter Patient, 80-80. Was heißt das? Ihr stellt die Milliampere ein, mit denen der Defi quasi Stromimpulse abgibt, ja? Also die Stromstärke, und ihr stellt die Frequenz ein, die ihr wollt. Also 80-80, das ist schon ziemlich hoch, ist schon ziemlich unangenehm, aber wenn jemand schlecht ist, dann kann man damit anfangen. Wenn jemand nicht so schlecht ist, wenn ihr sagt, der braucht zwar jetzt Pacing, aber da geht es jetzt nicht um 2 Sekunden, sondern hat nur ein bisschen Zeit, der kriegt auch eine Analgesedierung, dann würde man von unten anfangen, würde man sagen, welche Zielfrequenz haben wir jetzt zum Beispiel, also der Patient hat
man sagt mindestens 20 über der Eigenfrequenz vom Patienten. Also der Patient hat, sagen wir, eine 40er Frequenz, die manchmal abfällt. Dann stellen wir zum Beispiel eine 60er Frequenz ein und tasten uns langsam nach oben in 5er Schritten, je nachdem, was der Defi akzeptiert. Und dann müssen wir schauen, bei beiden, und das ist der letzte Punkt und der wichtigste Punkt ist, erreichen wir Capture. Philipp, was ist Capture, weißt du das? Ja, mit Capture ist gemeint, dass natürlich das Herz nicht nur einen Stromstoß bekommen soll und manchmal macht das Herz auch, reagiert auf den Stromstoß schon, aber es soll ja auch einen Auswurf haben. Ne? Genau. Das heißt, wir wollen, dass auf jeden Stromstoß auch ein Puls kommt oder ein Auswurf aus dem Herz genau. kommt. Genau. Und das ist nämlich gefährlich, weil manchmal erzeugt dieses Schrittmacher-Komplex bizarre Artefakte. Und man könnte sich denken, das schaut aus wie so ein komischer Komplex und denkt sich, alles gut, das löst ja super aus, schicko, fahren wir in die Klinik. Ja? Oder den bringen wir jetzt auf den Intensiv oder den bringen wir ins Chorolabor oder irgendwas. Oder wir gehen Kaffee trinken, was man halt so macht, wenn der Patient gepaced ist. Aber man braucht einen Auswurf. Das heißt, ihr müsst immer schauen, passt der Auswurf des Patienten? Und ihr werdet gleich sehen, warum dieser Tast nicht so schlau ist. Passt der Auswurf zu der Frequenz, die ihr eingestellt habt. Also auf jeden Impuls kommt da auch wirklich ein Puls an, nicht nur irgendein Komplex. Wo tastet man am besten? In dem Fall tatsächlich eher in der Leiste, in der Femoralis, weil manchmal, je nach Muskulatur, durch die Zuckungen ja, des Brustkorbs, das auch quasi wie ein Artefakt sein kann und man kann glauben, dass dein Puls ist, dabei ist kein Puls und es zuckt ja nur die Muskulatur am Hals. Praxistipp. Man kann natürlich auch die Pulsoximetrie nehmen, denn die misst ja auch den Puls. Und damit kann man ganz einfach über den Fingerclip eben auch sehen, wenn da ein Puls über die Pulsoximetrie gemessen wird und der ist synchron zum Pacing, dann habe ich wahrscheinlich einen suffizienten Auswurf. Du, Philipp, das ist doch ein guter Punkt. Als letzter, bevor wir jetzt euch zeigen, wie das aussieht, wenn man das am echten Menschen macht, der sonst zumindest körperlich gesund ist, mental so ein bisschen angekratzt, noch ein Punkt, wenn ihr euch quasi von unten herantastet, ja, dann empfiehlt man mindestens 5 bis 10 mA über dieser Schwelle, wo man Capture erreicht, zu bleiben. Also es nochmal ein bisschen hoch zu gehen. Also ihr sagt, bei 40 ungefähr wird man erwarten, dass da schon spätestens was kommt, 30 bis 40, je nach Anatomie, dann wird man nochmal 10 mA höher gehen. Man darf ja auch nicht vergessen, glaube ich, dass die Impedanz des Thorax oder die Pedals, desto länger die kleben, desto schlechter leiten die auch. Wenn ich jetzt einen Patienten lange in die Klinik transportiere, dann muss man immer wieder vigilant sein und drauf gucken. Dann ist auch, wie ist die Haut beschaffen und auch zum Beispiel ist der beatmet, wenn der Patient intubiert ist und einen hohen Piep hat, ja, oder vor allem, wenn die obstruktiv sind, viel Luft drin haben, dann kann das auch Probleme machen. Okay. Aber jetzt zur konkreten Anwendung. Ja. Ihr seht jetzt mal, wie das ausschauen soll, wenn der Schrittmacherkomplex richtig überleitet. Das ist jetzt ein Simulatorbild. Da sieht man jetzt einfach, es kommt dieser Schrittmacherkomplex, dieser gerade Strich, ja, das erkennt der Defi und danach kommt ein Komplex, der manchmal wieder komisch ausschaut. Und wie wir schon gesagt haben, immer schauen, ist das nicht nur eine elektrische Auslösung, sondern ist das auch ein echter Output? Hat der Patient einen echten Output? Und in der Realität steht dann einer und tastet an der Leiste und zwar durchgehend. Ja? Oder man hat das Pulsoxy und kann sich darauf verlassen. Auch da macht eine Pulsoxy-Kurve, nicht nur eine Anzeige, absolut Sinn. Oder eine Arterie. Oder eine Arterie, genau, wenn man die hat. Okay, so Philipp, wir haben es ja bei dir ausprobiert. Ja? Wir haben bei dir einen Modus gewählt, der sogenannte Demand-Modus ist. Das heißt, der erkennt die Eigenkomplexe, die Eigenerregungen des Patienten. Deshalb seht ihr dann bei dem Video jetzt dann gleich, dass nicht jeder Komplex übergeleitet ist oder dass Philips Eigenkomplexe da dazwischen schlagen. Aber immer wieder sieht man das, wie das überleitet. Mit Demand ist ja gemeint, der gibt nur dann Stromstoß ab, wenn ich ihn auch brauche, deswegen Demand. Ne? Genau. Und wenn ich aber einen habe, dann macht der Schrittmacher nichts und wartet einfach ab und denkt sich, ja super, muss ich keine Arbeit machen. Genau. Bei manchen Rhythmusstörungen macht es auch Sinn, den sogenannten Non-Demand-Modus einfach drüber zu brezeln, hat aber auch das Risiko, dass man wieder Rhythmusstörungen auslöst. Aber wenn der jetzt ganz bizarre Komplexe hat, die euch stören und die eh nichts machen, irgendwelche elektrischen Impulse, dann kann man da auch einfach drüber gehen. Okay, Philipp, wie hat sich das denn angefühlt? Wunderschön. nee, tatsächlich nicht. Also man muss ja sagen, ich bin ja eine Pussy, wie man auch im Video sieht. Ich bin nur bis, glaube ich, 40 Minuten. Bis 40, gekommen. Ja, und dann so stopp. Oh, ja, weil das hat schon ganz ordentlich gezwackelt. Und wenn du mich schon so fragst, kennt ihr vielleicht so Tanzgeräte? Die macht man auch manchmal zur Muskelentspannung drauf. Die kenne ich noch von früher, vom Sport.
und das fühlt sich so ähnlich an wie ein Tänzgerät auf einer super mega ultra Powerstufe. Das heißt, danach war mein ganzer Thorax mega entspannt. Nee, das zwackt schon ordentlich und man muss sagen, 40 mA ist ja jetzt auch noch nicht so die Welt. Ja. Mhm. Und trotzdem hatte ich dann, obwohl ich mega motiviert war, keinen Bock mehr, noch weiter rüber zu gehen. Deswegen auch die Analgosedierung. Okay, letzter Punkt, Analgosedierung. Also was geben wir dem Patienten? Da gibt es eine Myriade an Möglichkeiten, hängt auch wirklich vom Zustand des Patienten ab. Also wenn der vor euch jetzt gerade abschmiert, dann kann man da auch mal beginnen und dann schnell sich um den Zugang und die Analgosedierung kümmern. Ja? Also wenn man quasi die Periarrest-Situation hat. Wir sind große Fans von, gerade bei instabilen Patienten, einer ketaminbasierten Analgosedierung, also Ketamin-Mida, Ketamin-Propofol. Wenn die Patienten stabiler sind oder man die besser überwacht hat, gibt es auch sicher die Variante, zum Beispiel Propofol-Sufenta über einen Perfuser zu geben, ja, oder Fentamida aus der Hand, alles okay. Und da gelten dann wieder die gleichen Sachen, an die man immer denken muss, bei Analgosedierung, Überwachung der Vigilanz, Überwachung der Sauerstoffsättigung, Sauerstoffgabe und so weiter und so fort. Dazu gibt es ja auch ein Video zum Thema Analgosedierung mit Chris Engelen. Diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen muss man da natürlich auch treffen. Ja, klar. Kein Nasenkappen und so. So, also, zusammenfassend, lieber Philipp. Zusammenfassend, je instabiler, desto Strom, kann man glaube ich sagen. Richtig. Oder? Wenn der Patient instabil ist, hast du die 80-80-Regel galant eingeführt. Bei allen anderen Patienten tasten wir uns ran, mhm, oder? Habe ich richtig verstanden? Und gehen dann so 5 bis 10 drüber. Genau. Dann auf jeden Fall gucken, ob der auch einen Auswurf hat, also ob er richtig vernünftig captured, und zwar an der Leiste den Puls tasten oder Pulsoximetrie als Trick verwenden. Und dann auf jeden Fall an die Analgosedierung denken. Und genau. Das war's, oder? Das war's. Easy peasy. Viel Spaß beim Pacen. Philipp hat noch einen ganz entspannten Thorax und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gebt uns Feedback, wenn es euch gefallen hat. Ciao. Ciao.